Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R&K Barbecue. Wie ihr wisst, wir haben ja den Vierteiler angefangen mit unseren Gewürzen aus den USA. Und diesmal sind wir bei Teil 3. Wie ihr wisst, wir haben ja schon ein paar Tests gemacht. Einmal haben wir das Schwein getestet, das Lammgewürz getestet. Und diesmal ist dieses, ich hoffe man sieht's, dieses Hähnchengewürz dran. Und was wir uns haben dazu einfallen lassen, das liegt alles da drüben und die Feuertonne ist angeheizt. Also lasst uns rübergehen und beginnen. Ja, wie ihr seht, haben wir hier unsere Zutaten stehen und sie sind sehr überschaulich. Wir haben hier einmal Frittenöl, dazu die Fritten, dann den Wok und hier haben wir ein paar Hähnchenkeulen, die wir mit unserem Diablo Dust würzen werden. Und eben, wie gesagt, schon am Anfang, das Ganze werden wir auf der Feuerplatte zubereiten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden unsere Keulen gleich rappen. Und dann sind wir schon fast fertig mit den Vorbereitungen. Das ist unser Rub. Er heißt Diablo Dust. Und den werden wir auf unseren Hähnchenkeulen probieren. Ja, es ist zwar heute etwas windig, aber es muss gehen, es muss funktionieren. Wir machen mal unsere Tüte auf und fangen an mit Rappen. Ja, ganz einfach über alles drüber weg. So, wie ihr seht, das war's. Und schon sind wir fertig mit unseren Vorbereitungen. Also lasst uns rübergehen zur Feuerplatte. Wir werden zuallererst mal unseren Wok auflegen und das Öl heiß machen für unsere Pommes. Ja, und wie ihr seht, wir haben schon wieder etwas vorbereitet. Wir fangen mal mit unseren Hähnchenkeulen an. Wir werden dazu etwas Öl auf die Platte geben. Und die Keulen schön verteilen. So, schon haben wir den ersten Streich erledigt. Hier hinten das Öl wird heiß und hier vorne liegen unsere Hähnchenkeulen. Die werden wir jetzt von jeder Seite scharf angrillen und dann werden wir sie am Rand legen und mit den Glocken, da hinten sind sie, abdecken. Ja, da werden wir schon das erste Mal drehen. Wie ihr seht, auf so einer Platte geht das ruckzuck. So. Ja, wir haben mal getestet. Mit einem Holzlöffel. Unser Öl wird langsam heiß. Oder ist heiß. Und dann können wir die ersten Pommes hineingeben. Seht ihr, wie schön das brutzelt? Ja, wir haben mal einen Thermometer geholt und da werden wir schon mal etwas kontrollieren, wie weit wir sind. Ja, 60. Ich weiß nicht, ob man das mit der anderen Kamera besser sieht. Gut, nehmen wir hier drüben nochmal. Ja, wir sind bei 62 Grad. 63. Gut. Gut, einmal wenden. Schön verstecken.
Und ich würde sagen, Leute, wir sind auf einem guten Weg. Tja, wir schauen noch mal. Aber Leute, oh, da besteht glatt die Kamera. Ich würde mal sagen, wir sind auf einem guten Weg mit unseren Drumsticks. Unsere Köllchen sind fertig. Machen wir noch schnell die Pommes. Einfach rein und los geht's. Ja, wir werden mal schauen bei unseren Pommes. Wie ihr seht, sie nehmen langsam Farbe an. Das sollte doch richtig funktionieren und schmecken vor allem. Noch ein kleiner Nachtrag. Wir haben uns entschlossen, diese Pommes mit der flotten Fritte vom Big Tux Barbecue zu würzen. So, die erste Portion ist fertig. Wir werden sie mal rausnehmen. Ja, wir sind soweit durch. Wir nehmen alles runter. Die Pommes sind auch gleich fertig. Und dann sehen wir uns beim Tellerbild wieder. Ja, und dann kommen wir schon mal zum Anrichten. Legen uns einmal schön die Keulchen hier hin. Ich denke mal, drei sollten reichen. Und dazu unsere wunderschönen Pommes. So, wer möchte, kann noch ein bisschen garnieren. Oder Ketchup oder sonst was drauf geben. Aber das sollte es dann gewesen sein. Gut, wie ihr seht, wir haben angerichtet. Jetzt schnell weiter zum Tellerbild. Und dann wird gegessen. Beziehungsweise wir sehen uns dann wieder beim Fazit. Ja, kommen wir zum Schluss noch zum Fazit. Wir sind alle satt geworden, wir haben alle gegessen. Wir hatten heute, wie gesagt, mal den Diablo Dust Rub getestet. Den hatten wir auf das Hühnchenfleisch drauf gemacht, auf die Hühnchenschenkel. Und ich muss sagen, dafür ist der Rub wunderbar geeignet, weil er hat eine leichte Schärfe, die sich richtig schön angenehm im Mund angefühlt hat. Ja, die Pommes, die hatten wir mit unserem Big Tux Flotte Fritte gewürzt. Die waren genauso genial. Also ich muss sagen, mir hat es geschmeckt. Einzige ist das, was ich schon gehört habe von Carina. Ihr war es etwas zu scharf, aber Geschmäcker sind eben verschieden. Ja, gut, sind wir damit durch. Jetzt haben wir noch den vierten Rub. Und dazu werde ich mir noch was einfallen lassen, so dass wir da auch noch einen kleinen Test machen. Ja, und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann wie gesagt, lasst einen Daumen da, einen wohlwollenden Kommentar und, wenn euch geschehen, ein Abo. Und dafür würde ich hier unten den Abo-Button, unser Logo einblenden, braucht ihr bloß draufdrücken und schon habt ihr uns abonniert und ihr werdet keine Folge mehr vergessen. Ja, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.